Raclette ist lecker und macht Spaß, aber nur wenn man den passenden Raclette-Grill dazu hat. Heute möchten wir euch deshalb mal die unserer Meinung nach 5 besten 8-Personen-Raclette-Grills von 5 verschiedenen Herstellern und auch aus 5 unterschiedlichen Preisklassen vorstellen. So solltet ihr euren passenden Raclette-Grill für eure Ansprüche finden können und seid perfekt für den nächsten Raclette-Abend gewappnet. Bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, um alle Grills kennenzulernen und am Ende eine passende Kaufentscheidung treffen zu können. Alle 5 Modelle aus diesem Vergleich sind zudem unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr euch also nach dem Video noch genauer zu den Grills informieren oder euren Favoriten auch heute direkt bestellen wollt, dann könnt ihr das am schnellsten über diese Links tun. Nun aber viel Spaß mit dem eigentlichen Video und auch schon dem ersten Raclette-Grill aus der Einsteigerklasse. Vorstellen möchten wir euch hier zuerst den Cusimax CMRC 300. Es handelt sich um einen 1500 Watt starken 8-Personen-Raclette-Grill mit stufenlos regulierbarer Temperatur. Man kann den Grill also so einstellen, dass er wahlweise die komplette Kraft herausholt, also die kompletten 1500 Watt, oder die Leistung auch runterregulieren, wenn man beispielsweise eine Pause machen möchte oder das Ganze etwas langsamer angehen will. Das Modell kommt mit den Abmessungen von 48 x 44 cm und ist natürlich auch mit einer großen Raclette-Grillplatte an der Oberseite ausgestattet. Zudem sind natürlich 8 Raclette-Fännchen für viele fantasievolle Grillvariationen dabei. Die Grillplatte an der Oberseite kann in 2 verschiedenen Varianten eingesetzt werden, entweder mit ihrer glatten oder der geriffelten Oberfläche. So hat man noch mehr Möglichkeiten beim Zubereiten verschiedener Lebensmittel. Diese Platte ist genau wie die Fännchen für eine einfache Reinigung natürlich auch abnehmbar. Die rutschfesten Gummifüße dieses Grills sorgen für eine stabile Standfestigkeit und beim Kauf dieses Grills bekommt man eine 18 Monate Herstellergarantie noch obendrauf. Beim Cusimax Raclette Grill handelt es sich um ein ziemliches Standardmodell mit einer sehr starken Leistung und eigentlich schon allem, was man so für einen gelungenen Raclette-Abend braucht. Wenn ihr euch zu diesem auch günstigsten Modell noch weiter informieren wollt, könnt ihr das nun über den ersten Link in der Videobeschreibung tun. Bleibt aber auch gerne noch dran, denn wir möchten euch noch 4 weitere ganz spezielle und besondere Modelle vorstellen. Aus der nächsten Preisklasse den Klama 8-Personen-Raclette-Grill. Das Besondere an diesem elektrischen Raclette-Grill mit 1500 Watt Leistung ist zum einen die Holzoptik. Das Modell ist an vielen Teilen, beispielsweise am Gehäuse selbst oder an den Fännchengriffen, mit einer Holzoptik versehen. Dies gibt dem Raclette-Grill ein einzigartiges und sehr hochwertiges Design, wodurch es sich von üblichen, meist in Schwarz oder Edelstahl gehaltenen Raclette-Grills abhebt. Das tut dieser Grill auch durch die zweigeteilte Grillplatte an der Oberseite, welche auch wendbar sind und beide eine geriffelte sowie glatte Oberfläche besitzen. Mit 56 cm Gesamtlänge ist dieser Raclette-Grill relativ lang, mit 26 cm aber relativ schmal. Ausgeschmückt ist er mit 8 Raclette-Fännchen für einen gemütlichen Dinnerabend. Diese können von beiden Seiten und über 2 Etagen auf dem Grill platziert werden. Die platzsparende Ablagefläche im unteren Bereich des Raclettes ist hier ein praktisches Extra, womit genügend Platz auf dem Tisch für andere Raclette-Spezialitäten bleibt. Ebenso verhindert die Ablagefläche Schmutzflecken auf dem Tisch oder Verbrennungen durch die Raclette-Fännchen. An der Seite des Modells ist ein Temperaturregler, wodurch sich die Hitze des Grills stufenlos verstellen lässt. Für eine gleichmäßige Hitzeverteilung sorgt das Heizelement, welches komplett über die gesamte Platte verteilt ist. Und zudem werden die Raclette-Fännchen mit einem zusätzlichen Holzspatel geliefert, welcher aus lebensechtem Gummibaumholz besteht, welcher auch besonders gut mit Feuchtigkeitsschwankungen umgehen kann. Ein sehr interessantes Modell also, welcher noch einmal zusammengefasst vor allem durch seine hochwertige Holzoptik, seine zweigeteilte Grillfläche und auch die zusätzliche Ablagefläche überzeugen kann. Aktuell gibt es für den Klama 8-Personen-Raclette-Grill einen 15€ Rabattcoupon, sodass ihr beim Kauf dieses Modells nochmal ordentlich was sparen könnt. Alle weiteren Infos zum Modell über den zweiten Link in der Beschreibung. Als drittes möchten wir euch etwas ganz Besonderes vorstellen und zwar handelt es sich hier um den WMF Lumero 3-in-1. Das Besondere an diesem Modell ist zum einen, dass er mit einer quadratischen Optik kommt. Das Modell kommt mit den Abmessungen von 35 x 35 cm und ist gut von allen Seiten erreichbar. Er überzeugt durch seine 8 Raclette-Fännchen plus Spatel, die im Lieferumfang dabei sind, die Grillplatte auf der Oberseite sowie ein integriertes Fondue-Set in der Mitte. Diese Zusatzfunktion, also die Fondue-Funktion, ermöglicht es, ein Raclette-, Grill- und Fondue-Erlebnis in einem zu haben. Die hochwertige Verarbeitung des Modells, welches vor allem aus Gusseisen und Edelstahl besteht, macht einen sehr hochwertigen Eindruck und sorgt für eine starke Langlebigkeit. Des Weiteren überzeugt dieses Modell, welches ja auch eine extra Funktion hat, durch eine noch höhere Gesamtleistung von insgesamt 1800 Watt. Des Weiteren ist die Bedienung des Modells hervorzuheben. Raclette-Grill und Fondue lassen sich hier nämlich in der Temperatur separat über 2 verschiedene Regler einstellen.
Und auch zur Reinigung oder zu einem einfachen Transport ist das Modell geeignet. Die antibehaftete Grillplatte ist abnehmbar, genauso wie auch der Fondue-Topf und natürlich alle Einzelteile. Die meisten sind auch Spülmaschinen geeignet, wodurch man den Raclette-Grill nach der Benutzung sehr leicht wieder reinigen und so schnell wieder einsatzbereit machen kann. Alles weitere zu diesem starken Modell, dem WMF Lumero, dem 3-in-1 Raclette-Grill mit Fondue, über den dritten Link in der Beschreibung. Als viertes möchten wir euch ein ebenfalls sehr besonderes Modell vorstellen. Es handelt sich um den Fun Cooking 2.0 von Solis. Ein Modell, welches so viel mehr ist als ein reiner Raclette-Grill. Das Modell überzeugt durch eine Leistung von 1400 Watt und eine hochwertige Edelstahlverarbeitung. Er ist 46,5 cm lang und 27,5 cm breit. Er kommt mit einem herausragenden Lieferumfang von 8 Raclette-Fännchen, 8 zusätzlichen Mini-Woks und 8 Spachteln. Auch dabei zwei verschiedene Grillplatten, eine doppelseitige mit glatter und rauer Oberfläche und eine mit zusätzlichem Einsatz zur Zubereitung von kleinen Pfannkuchen oder Mini-Pizzen. Des Weiteren ist auch ein kleines Reinigungsset dabei, mithilfe dessen man den Grill jederzeit sauber halten kann. Zudem besitzt dieses Modell zwei verschiedene Heizkreisläufe, eine Ober- und eine Unterhitze. Die zuschaltbare Unterhitze von 200 Gramm garantiert für die leckersten und knusprigsten Mini-Pizzen oder Raclette-Fännchen. Die obere Hitze sorgt vor allem für eine hohe Temperatur auf der Grillplatte, wenn man hier beispielsweise die Mini-Woks verwendet. Der Solis Raclette-Grill ist also ebenfalls für 8 Personen geeignet mit 8 Raclette-Fännchen, kommt aber wie gesagt noch mit 8 Mini-Woks, wodurch hier jeder zwei Pfannen gleichzeitig auf dem Grill haben kann, beziehungsweise womit man mit 4 Personen pro Person 4 Fännchen gleichzeitig auf dem Grill haben kann. Damit geht das Raclette- und Grillerlebnis nicht nur wesentlich schneller, sondern macht auch viel mehr Spaß, wenn man nicht so lange warten muss, bis hier wieder ein Fännchen fertig ist. Außerdem überzeugt es, wie gesagt, durch vielfältige zusätzliche Einsatzmöglichkeiten, über die ihr euch jetzt gerne noch über den vierten Link in der Videobeschreibung informieren könnt. Ein wirklich starker Multifunktionsgrill mit vielen starken Funktionen und vor allem einem herausragenden Lieferumfang. Alles weitere über den vierten Link in der Beschreibung zum Solis Raclette Grill. Bleibt jetzt aber auch gerne noch dran, um als fünftes und letztes das beste Premium-Modell kennenzulernen. Vorstellen möchten wir euch hier wieder eine Raclette-Fondue-Kombination, nämlich den 8-Personen-Raclette-Grill von Givenue. Der Givenue Raclette Grill kommt mit 1900 Watt Leistung, der stärksten Power also im Vergleich, und zeichnet sich durch sein rundes Design aus. Im Gegensatz zum quadratigen WMF Lumero ist dieser Raclette- und Fondue Grill also rund und kommt auch mit einer größeren Grundfläche von 42 x 42 cm. Der Givenue Raclette Grill fungiert wie gesagt gleichzeitig als Raclette und Fondue. Auch hierfür hat das Modell wieder zwei separate Heizelemente, die man hier auch separat über die unterschiedlichen Bedienregler an der Vorderseite steuern kann. Überzeugend wird das Modell vor allem auch durch seine schnelle Aufheizzeit von 5 Minuten, die durch die, wie gesagt, insgesamt sehr hohe Leistung erzeugt wird. Die extra große Grillfläche und auch der größere Fondue-Topf überzeugen uns hier sehr und sorgen dafür, dass auch viele Personen rechtzeitig mit ihrem Essen versorgt werden. Im Lieferumfang sind natürlich auch 8 Fondue-Gabeln dabei, sowie 8 Spachtel und eben die große Grillplatte und der Fondue-Topf. Sehr überzeugend tut uns an diesem Modell vor allem aber das runde Design, sodass dieser Raclette-Grill von allen Seiten, also von allen Personen an einem Tisch sehr gut erreichbar ist. Und wenn ihr vor allem auf der Suche nach so einem Modell seid, mit dem man gleichzeitig Raclette und Fondue machen kann, dann schaut euch jetzt gerne nochmal zum Givenue Raclette Grill über den 5. Link in der Beschreibung um. Auch der WMF Lumero hat wie gesagt diese 2-in-1 Funktion, der ist ja an dritter Stelle in der Videobeschreibung verlinkt, aber der Givenue gefällt uns aufgrund der besseren Leistung, der größeren Abmessung und dem runden Design persönlich dann doch noch etwas besser.